Ja, willkommen heute zu Video 5 in unserer Videoserie 6 Teile, das Gipfelstürmer Mastermind Programm Roadmap to Success. Wie immer mit dem Unternehmer und Sales-Experten Martin Limbeck. Hallo Olaf. Martin, 4 Videos haben wir schon geschafft. Heute geht's mal an die Steilwand. Okay. All die, die die ersten 4 Videos noch nicht gesehen haben, wie immer der Tipp, der Hinweis, einfach mal die ersten 4 Videos angucken. Video 1 war deine Erfahrung Kilimandscharo und so die Einführung. Und dann haben wir über Vertrieb gesprochen, Strategie der Unternehmen und so weiter. Self-driven Company war, glaube ich, im letzten Video genau. gewesen. Und heute Mindset geht es, beim ersten. Genau, Positionierung, Brennung der Unternehmen. Wir wollen uns darüber unterhalten, über Werte uns der Unternehmen. Mhm. Wie bindet man Mitarbeiter und wie sieht dann das insgesamt aus bei der Kultur des Unternehmens. Eines der wichtigsten Punkte ist sicherlich, die Frage zu beantworten, wofür steht eigentlich mein Unternehmen? Vielleicht kannst du das auch ein bisschen an deiner Gruppe, der Limbeck-Gruppe, ein bisschen darstellen. Warum das so wichtig ist und wie man das am besten formuliert und darstellt? Ja, absolut ist eine wichtige Frage. Es ist einfach Erkennbarkeit. Vertrauen in eine Marke. Ich nehme mal, mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wieso gibt es Produkte, die im Kopfkino auf Platz 1 sind, die automatisch dann in einer Kategorie für etwas stehen. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt zu dir sage, ich bin ein bisschen erkältet heute, ja, gib mir doch mal bitte ein Papiertaschentuch, sage ich nicht, sondern ich sage, gib mir mal bitte ein Tempo. Das heißt, Tempo hat es geschafft, mit dem Markennamen eine Kategorie zu besetzen. Keiner sagt, wenn er beim Mittagstisch sitzt hier auf der Hütte und isst eine schöne Fledlesuppe, gib mir mal die Suppenwürze. Jeder sagt, gib mir mal das Maggi als Beispiel. Ja, und wenn du an eine schöne Schokoladencreme denkst auf deinem Brötchen, denken die wenigsten an Nuspli, sondern eher an Nutella. Also wenn man es mal geschafft hat, zum Gattungsnamen zu werden, genau. Dann hat man es geschafft. So, das heißt, erstmal muss ich mir darüber Gedanken machen, was ist mein Markenkern? Das machen wenige Unternehmen. Ja, und dann, wie gehe ich, Mewis hat es mal so schön gesagt, EKS, Enkers, Kompetenzstrategie in den Markt. Für was stehe ich denn? Freude am Fahren, Vorsprung durch Technik, sind 2 Claims von 2 Autoherstellern. Ja, und die Produktpalette ist trotzdem groß, aber ich verbinde etwas damit. Einverstanden? Ja, und das ist so ein Punkt, wie finde ich eben meinen Markenkern. Und wir erleben oft auch bei kleineren und mittelständischen Unternehmen, denen ist es nicht bewusst. Und wir haben einen Sales-Positionierungs-Workshop herausgearbeitet mit 69 strukturierten Fragen, kann ich mit jedem Produkt, jeder Dienstleistung machen, wo das schön rauszuarbeiten ist, eben immer mit dem Sales-Gedanken auch. Und dann kommt noch hinzu, bei Positionierung, Branding ist wichtig. Du weißt auch, Ersterlebnisse mit einer neuen Marke sind besonders wichtig. Denn der Erste bleibt immer im Kopfkino hängen. Wer war der Erste auf dem Mount Everest? C. Edmund Hillary. Genau. Und deshalb ist es ja wichtig, Erster zu sein. Man erinnert sich nie an den Zweiten. Nie an den Zweiten. Du erinnerst dich immer nur an den Ersten. Und jetzt kann man auch wieder sagen, was man will. Nimm mal, wie Karl-Heinz Rummenigge, das Ganze nachgoogeln, angefangen beim FC Bayern München. Damals hat er Roland Berger beauftragt, eine neue Position für den FC Bayern München zu finden, weil sie ja angeblich so arrogant wären. Und 2 Tage später, so wird überliefert, hat Roland Berger selber angerufen und gesagt, du Karl-Heinz, wir machen das nicht, wir lehnen das ab. Wir haben im Team zusammengesessen, das, was ihr nach außen verkörpert, das ist der Markenkern. Und das sollte auch sein. Und du kannst ja denken über Bayern München, wie du möchtest. Wer mich kennt, weiß, mein Herz schlägt für die Eintracht. Eintracht Frankfurt, ich habe den Adler auf der Brust. Aber er ist einfach extrem gut geführt. Oli Kahn wäre kein besserer Nachfolger für mich gewesen, für Uli Hoeneß oder jetzt dann für Rummenigge, ne? An der Stelle passt wie Faust auf Auge zu diesem Verein. Und er ist einfach extrem erfolgreich, weil sie ihr Ding einfach durchziehen. Und die stehen eben für Erfolg. Ja, sie stehen für sauberes Arbeiten, sie stehen für die besten Fußballer, für einen schönen Fußball. So, und wofür steht dann ein Unternehmen? Da machen sich viele Unternehmer keine Gedanken, weil die Positionierung hat ja auch automatisch eine Leuchtkraft. Warum kommen Leute zu uns, in mein Telesales-Team zum Beispiel, oder Trainer zu mir? Weil sie natürlich von der Ausstrahlungskraft der Marke profitieren wollen. Sie wissen, ich werde gut bei der Limbeck Group ausgebildet. Ja, und die Trainer wissen halt mit dem Brand der Limbeck Group, die für Praxisnähe steht, für Qualität steht, ja, für gute Inhalte steht, bewiesen durch Kunden. Weißt du, die Kundenfeedbacks sind sowieso die wichtigsten, nicht deine Auszeichnung, deine Beste, sondern der Kunde entscheidet ja darüber, ob dein Unternehmen gut ist und nicht Kollegen oder der Markt. Oder deine Marktbegleiter. Und das ist mir wichtig, da hinzugucken. Und ja,
ich kann mich gut daran erinnern, ich habe mal ein Unternehmen trainiert im Schokoriegelbereich, namens ja Schall und Rauch, und früher wollten Studierende unbedingt dahin. Oder auch ein Thema Windeln war ein Riesenthema. Ja. Und heute, wenn ich mit diesen beiden Unternehmen spreche, sagen die, ja, Windeln ist jetzt nicht mehr so ein sexy Thema oder Schokoladenriegel. Heute sind halt andere Themen mal gefragt. Ne? Thema Digitalisierung, Online-Marketing, ne? Also andere Jobs auch und eben andere Unternehmen. Menschen gucken heute mehr nach Nachhaltigkeit bei Unternehmen auch. CO2-frei haben wir unser Unternehmen auch gestellt, auch unsere Seminare. Also da brauche ich halt eine Position. Für was stehe ich? Was sollen deine Kunden mit dem Namen deines Unternehmens verbinden? Und wenn der austauschbar ist, dann hast du meistens auch austauschbare Preise, dann hast du auch meistens austauschbare Kunden. Und das ist ein Prozess. Und das geht auch nicht über Nacht. Harry Belafonte wurde mal so schön gefragt, ja, Mensch, wie haben Sie es denn geschafft, über Nacht reich und berühmt zu werden? Und Harry Belafonte soll geantwortet haben, es hat mich 25 Jahre gekostet. Also das ist ein Prozess, ne? Und da arbeiten wir halt auch in den 12 Monaten dran. Das schaffen wir auch in den 12 Monaten, sage ich direkt dazu. Ja, entweder können wir die Marke noch verbessern oder wir finden erstmal den Markenkern oder wir arbeiten raus. Aber das ist ein laufender Prozess. Auch mein Markenkern hat sich ja verändert. Guck mal. Von der Einzelunternehmung als Franchise-Partner in einem Institut, dann das Martin Limbeck Trainingsteam und der Einzeltrainer Martin Limbeck heute zur Limbeck Group. Training, Beratung, Interimsmanagement, aber immer noch spitz Sales und Sales Leadership. Daraus entstanden jetzt die Gipfelstürmer Mastermind-Gruppe für Unternehmen und Unternehmern, weil ich gemerkt habe, vor 10 Jahren hätte ich darüber gar nicht nachgedacht, weil ich noch nicht so weit war, ich noch nicht über 100 Mitarbeiter hatte und selbst den Prozess nicht durchlaufen ist. Ja, heute habe ich natürlich eine Glaubwürdigkeit in der Marke durch die Positionierung, was ich selber gemacht habe. Kultur und Branding eines Unternehmens, also die Qualität der Marke, ist ja auch entscheidend für die Mitarbeiterbindung. Behalte ich gute Leute oder nicht? Aber da gibt es manchmal so einen Zwiespalt. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, besser die Besten für kurze Zeit als die Mittelmäßigen für immer. Ah, ja, schön. Und guck mal, ich habe das gelernt, den kannte ich so noch nicht. Ja, lieber die Besten. Ja, für eine kurze Zeit als die Mittelmäßigen für immer. Aber was bedeutet das dann für die Bindung, für Loyalität? Soll man wirklich sagen, okay, Hauptsache ich habe jetzt die Besten? Oder wie binde ich heute Mitarbeiter ins Unternehmen? Ja, wir reden über Mitarbeiterbindung. Aber weißt du, das hört sich ja so an, manche Menschen heiraten ja, weil sie glauben, dass sie den anderen dann gebunden haben. Ja, und wenn wir heute mal schauen, statistisch gesehen, jede zweite Ehe wird geschieden. Früher war es das verflickte 7. Jahr. Ich habe irgendwann mal vor kurzem gelesen, ich lese ja wenig, weil ich Zeitungsdiät mache. Soll es jetzt schon das 5. sein. Also das ist ja irgendwie auch eine Geschichte. Ich kann ja nur ein Angebot machen. Also ich kann dem Mitarbeiter nur ein Angebot machen, dass er Spaß hat in seiner Tätigkeit, dass er Spaß hat mitzugestalten, dass ich ihn mit einbeziehe. Ich werde Mitarbeiter aber nie halten können. Das ist ja gerade im Sales-Bereich auch ein Thema, was ich immer wieder mit Kunden habe, auch mit Mittelständlern oder kleineren Unternehmen, denen es natürlich wehtut, wenn sich jemand eingearbeitet hat, auch bei mir. Ne? Ich habe in einem der Videos gesagt, ich brauche ein Jahr, bis ein Mitarbeiter annähernd uns, weil wir so komplex sind, was wir alles können, unser Markt so groß ist, die Wettbewerber kennt, der braucht ein Jahr. So, und das schmerzt natürlich, wenn er 1,5 Jahre später wieder geht. Und ich glaube ja zutiefst daran, wer für Geld kommt, geht doch wieder für Geld. Ich glaube, dass natürlich auch das Finanzielle stimmen muss, gar keine Frage. Auch wer immer glaubt, das Finanzielle unwichtig ist, ja Blödsinn. Ne? Also der Kühlschrank muss ja irgendwie voll werden. In Urlaub will ich fahren und ich will ein vernünftiges Auto haben oder Fahrrad. Gibt ja welche, die machen keinen Führerschein mehr, je nachdem, wo sie leben, weil Infrastruktur ja mittlerweile überall ist. Aber ich glaube, die Mischung macht's. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich auch sehr stark in den Vordergrund stelle, in meinen Vorträgen bei Unternehmern. Ich glaube tatsächlich, da, wo die Stimmung gut ist, eine gute Stimmung, was nicht heißt, dass ich trotzdem Kritikgespräch führen kann mit einem Mitarbeiter oder sagen kann, hey, pass auf, Mitarbeiter, da bin ich nicht einverstanden mit. Und umgekehrt, der Mitarbeiter auch mal sagen kann, dieses, ja, ich nenne es immer die Netflix-Management-Methode ist ja schonungslose Ehrlichkeit in beide Richtungen. Das trauen sich viele ja nicht, weil es kann ja auch mal wehtun, dem Unternehmer. Aber auch den Mitarbeiter. Aber das ist eben der Punkt, wie kriege ich das trotzdem hin? Weil, schau, ich glaube sehr stark daran, auch beim Thema Branding ist, gib Menschen nur Feedback, wenn du sie besser machen willst. Kenneth Blanchard und Spencer Wilson im Ein-Minute-Manager haben schon geschrieben, erwische deine Mitarbeiter immer dann, wenn sie etwas gut gemacht haben. Denn wenn sie etwas schlecht gemacht haben, wissen sie es selber. Auch nicht alle, aber die Wahrheit liegt ja wie immer in der Mitte. Und ich glaube, das ist so vielen verloren gegangen, weißt du, und das macht mich so unfassbar traurig. Ja, ich komme manchmal gar nicht vor Freude in den Schlaf, dass ich mich auf den nächsten Tag freue. Arbeit kann ja auch Spaß machen. Also beiden Seiten, dem Unternehmer,
und dem Mitarbeiter. Doch bei vielen Unternehmern merke ich so ein bisschen auch, ich habe ja auch gerade ein Buch darüber geschrieben, was jetzt nächstes Jahr herauskommt bei Ariston. Bei vielen Unternehmern merke ich, dass sie extrem gefrustet sind von den Ansprüchen der Mitarbeitern, von der fehlenden Leistung, von mehr nehmen als geben. Wenn ich mich davon frusten lasse, dann muss ich mein Unternehmen verkaufen, zumachen oder in Rente gehen, sage ich immer. Nimm die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine besseren. Biete Möglichkeiten. Und dann guck, ob die Mitarbeiter daran Freude haben. Und ja, nimm sie mit ins Boot. Was ich feststelle, vielleicht als letzten Punkt zum Thema Branding, Positionierung und auch Mitarbeiterbindung, wenn wir das Wort mal nehmen, ist, ich erlebe immer wieder, dass die Menschen nicht wissen, für wen sie arbeiten und was das Ziel des Unternehmens ist. Bei uns weiß jeder, wir wollen die Nummer eins in Sales und Sales Leadership, sowohl im Training, Beratung sein, wenn es um Umsetzung geht. Wir sind nicht die große Strategie-Company, die hier 180 Seiten PowerPoint macht und dich dann alleine setzt. Wir werden ganz häufig geholt, wenn große Companies da waren, dann sagen wir Unternehmer auch, jetzt habe ich hier 500.000 für XYZ ausgegeben oder mehr. Jetzt habe ich hier 180 Seiten, aber was mache ich jetzt damit? Und wir setzen dann um. Wir wollen im Kopfkino die Nummer eins werden. Meine Idee war immer, das erzähle ich meinen Mitarbeitern noch immer, wenn der Rudolf Vertriebschef mit seinem Freund Raimund Vertriebschef, den er gerade zufällig auf dem Kongress trifft, darüber spricht, dass sie Herausforderungen im Sales haben, dann sagt der Rudolf, ja, wir haben was Ähnliches. Und der Raimund sagt es auch. Und dann sagt der Rudolf, ach, ruf doch die Limbeck Group an, die lösen dir das. Ja, stimmt, habe ich schon gehört, der soll aber ganz schön teuer sein. Ja, stimmt, aber lohnt sich auch, weil die können was. Und das weiß jeder bei uns. Wir wollen in dieser Nische Sales, Sales Leadership umsetzungsmäßig, Blended Learning, beratungsmäßig die Nummer eins sein. Das weiß jeder. Daran arbeiten wir jeden Tag und das ist wichtig. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, wo du es gesagt hast, also wie finde ich heraus, ob der Mitarbeiter zu mir passt oder ob er wirklich für dich oder für dein Unternehmen arbeiten möchte. Hast du schon mal von der Schweizer Getränkefirma Drinks of the World gehört? Nee. Die hat mal, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, vor ein paar Jahren war das zumindest mal so, wenn die neue Leute eingestellt haben, nach der Probezeit bekamen die folgende Frage gestellt. Wenn sie kündigen, bekommen sie 2000 Franken, wenn sie kündigen. Jetzt hier sofort auf die Hand, ohne Wenn und Aber. Wollen sie gehen oder bleiben? Und das war für das Unternehmen natürlich ein ganz großer Maßstab zu sagen, okay, das ist ein Mitarbeiter, der will wirklich für uns arbeiten, der versteht unsere Positionierung, der lebt unser Unternehmen oder der ist nur für das Geld da. Ja, um mal eine schnelle Franken oder Euro. Habe ich noch nie gehört, auch wieder eine neue Idee. Ich habe schon mal gehört von jemandem, ich kannte mal eine Führungskraft in Deutschland, der hat gesagt, pass auf, hier haben Sie ein Euro-Stück, wollen wir über die Einstellung würfeln, Kopf oder Zahl. Um jetzt zu sehen, ob du dich drauf einlässt oder nicht und wer entscheidungsfreudig bist, hat er daran festgemacht. Also es gibt ja nichts, was nicht gibt, aber es ist auch eine schöne Metapher, ja, tatsächlich. Und darum geht's halt auch. Und das ist das, was ich mal in einem der Eingangsvideos gesagt habe. Na, ich frage Mitarbeiter, was wissen sie über uns? Und wenn dann nur kommt, ja, Martin, du bist Verkaufs, dann sage ich, ja, bin ich auch. Ich bin ja mehr wie das. Kennen Sie unsere zwei Hauptprodukte? Die stehen auf unserer Webseite. Wenn man sich ein bisschen mit unserer Webseite auseinandersetzt, und da bin ich manchmal erstaunt, wie wenig Menschen danach schauen. Und das weiß ja jeder. Es gibt heute Bewerbungstrainings. Also in Bewerbung irgendwas falsch machen, ist ja, wenn du heute vorbereitet bist, auch schon schwierig. Also und da darf man auch, muss man auch nett zu sich sein. Also ich habe mal einen Top-Inhaber getroffen, den alle kennen, Carsten Maschmeyer. Wir haben zusammen auf dem in der Schweiz gesprochen, beim Alpensymposium. Und der sagte da, was hat mir sehr gefallen. Früher war ich sauer und auch persönlich betroffen, wenn Menschen gegangen sind, die ich entwickelt habe. Und das habe ich lange gebraucht, um zu kapieren. Ich kann ja stolz sein, dass ich sie entwickelt habe und sie woanders jetzt auch Karriere machen, dadurch, dass ich ihnen eine Chance gegeben habe. Und so sehe ich es heute auch. Wenn bei uns mal einer geht, was auch passiert, völlig okay. Ja, dann ist auch schön, dass ich ihn mitentwickelt habe, ein Stück weit begleiten konnte. Und wenn es für beide Seiten profitabel war, umso besser. Klar ärgerst du dich als Unternehmer, es wäre jetzt auch gelogen, wenn du sagst, boah, da habe ich jetzt viel investiert in den Mitarbeiter oder in die Mitarbeiterin. Und jetzt haut er gerade ab, wo er an dem Punkt ist, wo er selbstständig vielleicht eine Abteilung leiten kann oder was machen kann. Aber das ist ja das Leben. Das ist Unternehmer sein. Unternehmer oder Unterlasser. Die Frage ist zwar uralt, aber immer noch schön. Und früher gab es die Metapher, die auch mal aufgeschnappt, ne? Was ist der Unterschied zwischen einem Arbeitnehmer und einem Unternehmer? Ja, ein Unternehmer, der nichts arbeitet, wird nichts erreichen und ein Arbeiter, der unternimmt, auch nicht. Ja, also da kannst du dich an schönen Metaphern ja hoch leiten. Am Ende aller Tage nochmal, glaube ich, tatsächlich geht es um gemeinsam auch Spaß haben. Wobei es ja nicht heißt, dass ich damit trotzdem einen Leistungswillen habe und damit was erreichen möchte. Am Ende aller Tage zählt aber nicht nur der Mitarbeiter, sondern vor allen Dingen der Kunde.
Der muss im Mittelpunkt stehen. Und wie finde ich heute wirklich den richtigen Kunden? Das ist doch die Frage für jedes Unternehmen. Wie finde ich den richtigen Kunden? Was ist überhaupt mein richtiger Kunde? Das ist ganz interessant. Wir reden ja heute von Persona, Avatar. Ich bin aber immer noch erstaunt, auch im Mittelstand, auch wie wenige Unternehmen, auch Unternehmensführer oder Führerinnen, ihren idealen Kunden kennen. Und deswegen kommt auch von mir nochmal der Spruch, miss es oder vergiss es. Habe ich früher auch nicht gemacht, durfte ich auch lernen, weil uns ging es immer zu gut. Wir hatten immer die Kalender voll, alles war super. Aber heute will ich ganz genau tracken, und das können wir ja heute auch durch Analytics, durch Small Data, Big Data. Wo kommen denn meine Kunden her? Was ist denn unser erfolgreichster Kanal? Wie sieht denn der ideale Gipfelstürmerkunde auch für uns aus? Da haben wir auch drüber gesprochen. Da ist bei mir auch sehr breit in der Gipfelstürmertruppe. Doch wenn ich unsere Beratungsprojekte anschaue, da kann ich schon genau zwei Nischen machen. War uns selber mal nicht bewusst, wie ich den Positionsworkshop für mich selber erstmal entwickelt habe, weil ich ihn erlebt habe mit einem Partner, der mich nicht überzeugt hatte, war mir erstmal bewusst, wie stark wir im Maschinenbau unterwegs sind. Habe ich aber nie gesehen. Und dann haben wir uns erstmal Maschinenbauatlas geholt und haben angefangen, im Maschinenbau zu akquirieren. Und da gibt's ja Muster, die haben alle dasselbe Thema gerade bei den Herausforderungen. Wie mache ich aus Produktverkäufern heute, das ist ja in vielen Branchen so, Lösungsverkäufer. Weg vom Produkt hin zur Lösung, zur Dienstleistung. Ja, und das ist mega spannend. Du siehst ja da, ich kann mit dir stundenlang drüber reden. Wir können noch, wenn du Lust hast, 6 Videos machen, weil ich glaube, Unternehmertum, ja, ein Freund von mir sagte mir, das letzte Abenteuer Deutschlands. Ich find's mega. Ja, ich habe Gott sei Dank für mich früh erkannt, dass ich muss mal so ein graphologisches Gutachten machen, da stand drin, nicht führbar. Ich bin zu wenig polite, zu wenig diplomatisch, um im Konzern durchzukommen, weil ich so klar und wahr bin. Und ich kann nur sagen, ich bin jeden Tag stolz darauf, Unternehmer zu sein. Ja, und ich bin stolz oder freue mich darüber, dass wir diese Gespräche führen konnten. Heute Video 5, Positionierung und Branding des Unternehmens. Ein Video steht uns noch bevor, das Abschlussvideo. Das soll aber eine Überraschung sein für all die, die uns zuschauen oder zuhören. Ich bin gespannt. Wir werden sicherlich auch mal dann vom Gipfel einen Blick ins Tal werfen, Rückblick halten, wie das Ganze zu schaffen war, was man alles tun muss, tatsächlich gibt. Ja, heute ist du diese, ich würde nichts werden. Zu werden, aber ich denke, beim nächsten Video haben wir vielleicht ein bisschen Glück, vielleicht auch mit Schnee. Hoffen wir aber dann freie Sicht. Ja. Freie Sicht, mal gucken. Also herzlichen Dank. Sehr gerne. Für dieses Gipfelstürmer Mastermind. Für all die, die jetzt Video 5 vielleicht das erste Mal gesehen haben, wie gesagt, hier ist der Link. Alle 4 Videos davor alles mal angucken und wir lernen mehr über den Unternehmer und Selbstexperten Martin Limbeck kennen, vor allen Dingen, wie sie über sich hinauswachsen können und tatsächlich zu Spitzenleistungen erreichen können und dann auch zur Spitze in ihrer Branche gehören. Martin, nochmal herzlichen Dank und ich freue mich. Immer wieder gerne, macht große Laune. Video 6, ich weiß noch nicht, wo wir uns dann treffen werden, bin schon sehr gespannt, mal gucken. Also herzlichen Dank und ja, bis zu Wien. Ich bin auch gespannt, ich weiß auch noch nicht. Also herzlichen Dank. Danke. Ja, danke dir. Herzlichen Dank.